Seit mehr als 30 Jahren hat er die Wissenschaft mit seiner These herausgefordert. Jetzt hat er neue Anhaltspunkte dafür, dass Außerirdische tatsächlich auf der Erde waren. Wir begleiten Erich von Däniken auf seiner Entdeckungsreise durch vier Kontinente. Von Ägypten in die Türkei, von der Antarktis bis Südamerika. Mit ihm zusammen gehen wir auf Spurensuche, versuchen die Geheimnisse der Zeugen aus Stein zu ergründen. Zeugen, die, wie er glaubt, bestätigen können, wir sind nicht allein. Nach neuesten Entdeckungen von möglichem Leben auf dem Mars drängt sich jetzt die Frage auf, gibt es noch anderes Leben auf anderen unbekannten Planeten tief im All? Haben Außerirdische uns entdeckt, bevor wir sie entdecken konnten? Außerirdische, kommen Sie zurück? Mit Erich von Däniken. Präsentiert von Charles Brauer. Das Universum. Unendlich und geheimnisvoll. Seit vielen Jahrtausenden schauen wir Menschen nachts ehrfürchtig in den Sternenhimmel und fragen uns, sind da draußen noch andere? Am Ende des 20. Jahrhunderts haben wir endlich Anhaltspunkte dafür, dass es Leben auf einem anderen Planeten geben könnte, dem Mars. Wenn das tatsächlich stimmt, dass es da oben Leben gibt, wäre es der erste Beweis dafür, dass es überhaupt Leben außerhalb der Erde gibt. Endlich stehen wir an der Schwelle zum Universum. Wie großartig, gerade jetzt zu leben. Die weitere Erforschung des Alls ist ein wichtiger Teil dieser Mission. Zwar eine sehr idealistische, aber unbedingt notwendig. Diese verblüffende Entdeckung bedeutet einen Wendepunkt in der Geschichte der Menschheit. Aber nicht nur das. Mit messerscharfem Auge durchdringt das Hubble Space Teleskop die unendlichen Tiefen des Weltalls auf der Suche nach weiteren Anzeichen dafür, dass wir nicht allein sind. Meine persönliche Philosophie ist, es existieren noch andere Zivilisationen, andere Lebewesen in Sonnensystemen, die unserem gleichen. Ist es möglich, dass uns diese Lebewesen längst entdeckt haben, lange bevor wir sie entdecken konnten? Erich von Däniken ist anderer Meinung als die traditionelle Wissenschaft. Er ist überzeugt, unsere Vorfahren hatten Kontakt mit Wesen aus anderen Welten. Glauben Sie an UFOs? An kleine grüne Männchen vom Mars? An Begegnungen der dritten Art? Ich weiß. Aber jeder von uns hat sich doch bestimmt schon mal Gedanken darüber gemacht, ob wir denn allein sind in dem großen Universum. Und ob es da oben noch andere Wesen gibt. Und ob die Menschheit schon mal Besuch hatte von da oben. In der nächsten Stunde werden wir diesen Fragen auf den Grund gehen. Und vielleicht sagen Sie am Ende ja auch, wir sind nicht allein. Fangen wir an. Unser erstes Ziel ist Ägypten. Ägypten, die Wiege einer der ältesten Zivilisationen der Welt. Aus den Nebeln der Geschichte erheben sich hier die wohl bekanntesten steinernen Monumente der Erde. Zugleich auch die rätselhaftesten. Hoch über der Ebene von Gizeh steht die große Pyramide. Wer war ihr Erbauer? Historische Quellen sagen, der mächtige Pharao Cheops hätte sie von einem Heer von 100.000 Arbeitern erbauen lassen. Aber Erich von Däniken glaubt, dass es eine wichtige neue Entdeckung gibt, die seine Gegenthese über den Bau der Pyramide untermauern könnte. Denn er ist überzeugt, dass der wirkliche Bauherr der Prophet Henoch war, einer der 10 Patriarchen, die im Alten Testament erwähnt werden. In der Zeit vor der Sintflut. Erich von Däniken glaubt, Henoch sei von Göttern gewarnt worden, die vom Himmel herabgestiegen waren. Es würde eine gewaltige Flut bald die gesamte Menschheit vernichten. Daraufhin ließ Henoch eine Pyramide bauen und tief im Inneren geheime Kammern anlegen, in denen die Schriftrollen vor den Wasserfluten geschützt aufbewahrt wurden. Waren die Götter, die diese Sintflut vorausgesagt hatten, Außerirdische? Liegt die eindeutige Antwort darauf immer noch tief in der Pyramide verborgen? Auch im Inneren ist die Pyramide ein Wunderwerk der Bautechnik. Ein langer Tunnel führt zur sogenannten großen Galerie. Von Däniken ist sich sicher,
dass es am Ende der Galerie weitere Hinweise darauf gibt, dass Henoch und nicht Cheops diese Pyramide errichten ließ. Das ist sie also. Die Königskammer. Der Schweiß läuft aus allen Poren durch die Hitze hier. Und wie jedermann sofort erkennt, keine einzige Inschrift. Nicht eine winzige Hieroglyphe. Dies widerspricht absolut dem Tyrannen Cheops. Wenn Cheops tatsächlich der Bauherr gewesen wäre, müsste es bimmeln von Inschriften zu seinen Ehren, zu Ehren der Götter. Aber da ist nichts. Die vollständige Anonymität. Noch was. Hier, der Sarkophag. Im Jahre 823 nach Christus ist die Pyramide zum ersten Mal geöffnet worden. Der Kalif Al-Mamun stieg da hinein. Und was fand er? Nichts. Der Sarkophag war leer. Wo sind hier die Geheimnisse? Wo bleibt dieser Cheops, wenn es denn überhaupt Cheops war? Irgendetwas kann nicht stimmen an der bisherigen Theorie. Von Däniken glaubt, die kahlen Wände dieser Kammer beweisen, dass sie nicht als Grabkammer für Cheops gedacht war. Und noch etwas. Man muss sich doch fragen, wie konnten 2,5 Millionen gigantische Steinblöcke so genau zusammengefügt werden, dass das Bauwerk weniger als ein Zehntel Grad nach Norden abweicht? Erich von Däniken ist sich sicher, dass diese außergewöhnliche Bauleistung nur dadurch zu erklären ist, dass Henoch seine Anweisungen von außerirdischen Lehrmeistern erhielt. Wenn das so ist, wo sind dann die geheimen Kammern, in denen diese Aufzeichnungen liegen sollen? Vor kurzem unternahm ein deutsches Forscherteam einen neuen Vorstoß, um dieses Geheimnis zu ergründen. Und jetzt wurde möglich, was Gelehrte und Archäologen schon seit Jahrtausenden vergeblich versucht hatten. Hier sind wir in der Königinnenkammer. Arabische Historiker behaupten, die ganze Pyramide sei vor der Flut gebaut worden. Dies von einem König namens Saurit. Und dieser Saurit habe viele geheime Kammern in das Bauwerk gelegt. Die Archäologie hält nicht viel davon. Aber 1872 kam ein britischer Archäologe, der klopfte die Wände ab. Irgendwo klang's hohl, jetzt nahm er einen Pickel und schlug diese Öffnung frei. Die Fachleute meinen, das ist ein symbolischer Schacht. Wirklich? 1993 ereignete sich hier etwas Sensationelles. Der deutsche Ingenieur Rudolf Gantenbrink konstruierte einen Mini-Roboter, der diesen geheimnisvollen Schacht erkunden sollte. Er nannte ihn Upuaut, das bedeutet Öffner der Wege. Der winzige Roboter war mit einer Videokamera und einer ferngesteuerten Lenkung ausgestattet. Seine Mission: Folge dem dunklen Schacht und finde heraus, welche Geheimnisse tief im Innern schlummern. Wir fliegen auf der einen Seite zum Mond und was unsere Geschichte angeht, können wir zum Teil die simpelsten Fragen nicht beantworten. Und das war für mich der Anlass, einmal einen neuen Weg zu gehen, Hochtechnologie zu verbinden mit Archäologie. Und wie man sieht, war das auch sehr erfolgreich. Nach 7 Tagen war Upuaut etwa 60 Meter tief in den Gang vorgedrungen, von dem die Archäologen glaubten, er habe nur symbolische Bedeutung. Doch plötzlich endete die Erkundungsfahrt des Roboters. Eine Steintür mit 2 Beschlägen aus Kupfer versperrte ihm den Weg. Ich glaube, dass wir hier eben nicht die Vorderseite eines Teiles sehen, sondern dass wir die Rückseite eines Teiles sehen. Nämlich, man wird sehr wahrscheinlich auf der Rückseite etwas befestigt haben. Also auch ich als Ingenieur, wenn man mir die Aufgabe geben würde, ein Metallteil hier zu befestigen, würde ich das ähnlich lösen. Gantenbrink vermutet, dass der Stein an einem Seil herabgelassen wurde. Die beiden Kupferbeschläge hätten verhindert, dass jemand den Stein wieder entfernen konnte. Ist dies vielleicht die Tür, die zu den geheimen Kammern führt, die Henoch auf Anweisung seiner außerirdischen Lehrer bauen ließ?
In alten ägyptischen Texten gibt es hunderte von Hinweisen darauf, dass die Götter uns Menschen hier ein großes Rätsel aufgegeben haben. Wir wissen heute, es existiert eine geheimnisvolle Kammer in der großen Pyramide. Seismologische Untersuchungen haben ergeben, auch unter der Sphinx gibt es eine versteckte Kammer. Jetzt müssen wir herausfinden, was in diesen Kammern liegt. Die alten Schriften sagen, dass wir dann spektakuläre Erkenntnisse über den Ursprung menschlicher Zivilisation erhalten werden. Erich von Däniken nimmt an, dass es hier wichtige Hinweise darauf gibt, dass Außerirdische vor langer Zeit die Erde besucht haben. Was verbirgt sich hinter der kleinen Tür aus Stein? Bisher hat die ägyptische Regierung noch keine Erlaubnis erteilt, das zu erforschen. Wer die große Pyramide tatsächlich erbaut hat, bleibt also vorerst ein Geheimnis. Teotihuacan, Mexiko. Die über 10 Quadratkilometer große Anlage wurde komplett rekonstruiert. Fachleute vermuten, dass mit dem Bau der Pyramiden etwa 100 vor Christus begonnen wurde. Wer die Erbauer waren, ist nicht bekannt. Als die Azteken viel später hierher kamen, standen sie staunend vor den gewaltigen Ruinen. Voller Ehrfurcht nannten sie deshalb Teotihuacan, die Stadt der Götter. Teotihuacan, rund 40 Kilometer von Mexico City entfernt, ist die gewaltigste archäologische Zone Zentralamerikas. Schon die Azteken, die vor Jahrhunderten hier lebten, kannten diesen unheimlichen Ort nur in Ruinen. Und im 16. Jahrhundert, da befragte der Historiker Bernardino de Sahagún die Bevölkerung über Teotihuacan. Er erfuhr, hier hätten die Weisen ihre Zeichen für die Zukunft gesetzt. Und hier würden unter den Pyramiden Götter begraben liegen. Die gewaltige Anlage ist astronomisch ausgerichtet. Die Hauptstraße in Nord-Süd-Richtung stellt ein verkleinertes Modell unseres Sonnensystems dar. Unser Sonnensystem besteht aus 9 Planeten. Alle kreisen um die Sonne. Merkur ist der Sonne am nächsten, Pluto ist von ihr am weitesten entfernt. In Teotihuacan war die Stellung der Planeten jeweils durch ein Bauwerk markiert. Damit entstand ein maßstabgetreues Modell unseres Sonnensystems. Ein Beweis für die hochentwickelten Kenntnisse der Erbauer in Mathematik und Astronomie. Die Tempelruinen hinter der Pyramide des Mondes könnten die beiden Planeten unseres Sonnensystems darstellen, die erst in diesem Jahrhundert entdeckt wurden. Neptun und Mahlzeit und hallo, liebe Freundinnen und... Waren es Außerirdische, die den Baumeistern von Teotihuacan dieses Wissen vermittelt haben? Die Spitze der Pyramide hinter mir war einst mit Glimmer überzogen. Ein unübersehbares, leuchtendes Signal zum Himmel. Nur ein Zeichen für die Götter? 1881 machten Ausgräber hier eine seltsame Entdeckung. Tief im Boden stießen sie auf Steinplatten, deren Unterseite mit einer Schicht von Glimmerkristallen verkleidet waren. Dazu muss man wissen, Glimmer hat einige rätselhafte Eigenschaften. Glimmer ist hitzefest bis zu 800 Grad Celsius. Man braucht Glimmer in der Raumfahrt. Zum Beispiel die Mondlandefähre wurde mit Glimmer isoliert. Glimmer ist zudem säurefest. Glimmer ist resistent gegen sämtliche organischen Säuren und die meisten anorganischen dazu. Und das Tollste, Glimmer ist ein extremer elektrischer Isolator. Diese Glimmerschicht hier ist gleichzeitig die Decke eines darunterliegenden Raumes. Warum hat jemand einen Raum mit Glimmer isoliert? Und es muss sehr wichtig gewesen sein, diese Isolation, denn dieser Glimmer existiert nicht in der Umgebung. Dieser Glimmer ist von sehr weit her importiert worden. Weshalb dies geschah, wir wissen es nicht. Ins Weltall zu fliegen ist für uns am Ende des 20. Jahrhunderts ganz selbstverständlich. Space Shuttles starten und landen so häufig, dass kaum noch jemand Notiz davon nimmt. Und angefangen hat das Ganze vor 100 Jahren mit den Brüdern Wright. Oder etwa doch nicht. Seit Jahrtausenden hat der Traum vom Fliegen unsere Fantasie beschäftigt. Am Ende dieses Jahrtausends können wir nicht nur um die Erde fliegen, sondern sogar ferne Planeten und unbekannte Sonnensysteme erforschen.
Hatten vielleicht auch andere intelligente Wesen vor uns den Wunschtraum, unbekannte Welten zu erkunden, und landeten mit ihren Raumschiffen auf unserer Erde? Diese Zeichnungen entstanden nach Beschreibungen in alten Hindu-Texten. Einige Experten glauben, dass hier sogenannte Vimanas, fliegende Wagen, dargestellt sind. In der Klosterkirche von Desani im ehemaligen Jugoslawien wurden ähnliche Abbildungen auf einem mittelalterlichen Fresko gefunden. Sind diese Zeichnungen nur der Fantasie eines Künstlers entsprungen oder zeigen sie wirkliche Wesen in ihren Flugapparaten? In den ältesten Aufzeichnungen der Menschheit, wie zum Beispiel den Pyramidentexten oder alten indischen Schriften, eigentlich überall auf der Welt finden wir Hinweise auf das Fliegen. Ich meine damit Flugtechnologie, nicht religiöse Visionen, sondern tatsächliche Reisen in Maschinen. Unsere Suche auf den Spuren der außerirdischen Flugmaschinen führt uns in den Süden Mexikos. Dort liegt die antike Stadt Palenque, ein beeindruckendes Zeugnis der Maya-Kultur. Dies ist die Grabpyramide von Pakal, dem Herrscher des Maya-Reiches etwa 600 nach Christus. Kann es sein, dass auch die Maya möglicherweise Kontakt mit Außerirdischen hatten? Pakals Sarkophag ist bis in alle Einzelheiten erhalten. Auf dem Deckel erkennt man den Kopf des Herrschers, kunstvoll in Stein gemeißelt. Stellt dieses Relief König Pakal als Astronauten in einer Art Raumschiff dar, wie Erich von Däniken meint? Schauen wir doch einmal genau hin. Pakal sitzt da, wie unsere heutigen Astronauten in ihren Raumkapseln. Seine Hände scheinen einen Steuerknüppel festzuhalten, wie ein Pilot im Cockpit eines Flugzeuges. Vor dem Gesicht trägt er offenbar eine Art Atemgerät. Und das flammenartige Ornament hinter Pakals Sitz könnte man als Zündung eines Raketentriebwerkes deuten. Erich von Däniken ist sicher, dass er auch auf der Halbinsel Yucatan Anhaltspunkte gefunden hat, die beweisen, dass es diese Astronauten der Frühzeit gab. Während dieser Reise konnte ich einige Indizien vorstellen, die doch für einen Besuch von Außerirdischen sprechen. Aber es gibt noch mehr. Vor einigen Jahrzehnten wurde im Dschungel von Tabasco, das liegt in Mexiko, ein gravierter Steinklotz gefunden. Der Stein spottet jeder Beschreibung. Da schwebt doch ein Wesen vom Himmel hernieder. Der Kopf ist von einem Helm umgeben. Mit etwas gutem Willen kann man sogar ein Mikrofon vor den Lippen erkennen. Belehrend weisen die Hände nach unten. Eindeutig eine vom Himmel herniederschwebende Gestalt. Da frage ich mich ernsthaft, wie man derart überzeugende optische Darstellungen noch andersherum deuten will. Wenn das alles wäre, was wir über Besuche von Wesen in Flugmaschinen wissen, dann könnte man ganz leicht sagen, das ist doch alles Spekulation. Aber manchmal muss man mit beiden Beinen auf der Erde stehen, bevor man nach den Sternen greift. Im Süden Perus wartet eines der größten Rätsel einer vergangenen Welt darauf, gelöst zu werden. Ich stehe hier in der Ebene von Nazca. Sieht aus wie eine trostlose, gottverlassene Wüste. Genau das ist es nicht. Erst aus der Luft betrachtet, wird das Rätsel von Nazca deutlich. Die Wüste ist auf einem Gebiet von über 150 Kilometern wie ein Schnittmusterbogen von exakt gezeichneten Linien und Figuren durchzogen. Die wohl bekanntesten Zeichnungen sind die Spinne, der Kolibri und der Affe.
Die Experten sind sich noch immer uneinig, wie die Ureinwohner von Nazca ohne die Hilfe von Flugapparaten die richtige Perspektive erlangen konnten, um Figuren von solchen enormen Ausmaßen zu schaffen. Auch über ihre Bedeutung ist man sich nicht im Klaren. Ursprünglich glaubte man, sie hätten Bezug zum Kalender oder auch zur Astronomie. Keiner weiß es genau. Doch es gibt noch mehr zu sehen als nur diese Sammlung von Tierzeichnungen. Wir sind 4100 Meter über der Ebene von Nazca. Und jetzt werden Sie die richtigen, die echten Rätsel dieser seltsamen Landschaft sehen. Eine dieser schnurgeraden Linien dort unten erstreckt sich über 25 Kilometer bis zum Horizont. Die Spitze eines riesigen Berges wurde abgetragen, das Plateau eingeebnet und geglättet. So entstand eine Art Rollfeld, breit wie eine vierspurige Autobahn. Da stellt sich die Frage, wozu? Haben die damaligen Bewohner von Nazca etwa Landebahnen für unbekannte Flugobjekte gebraucht? Das ist wirklich sehr mysteriös. Die klassische Geschichtsschreibung lehrt uns, dass unsere Urahnen nicht fliegen konnten. Dazu hatten sie nicht das technische Know-how. Falls sie diese Technologie aber doch besaßen, würden damit alle Grundlagen unserer Geschichte völlig den Bach runtergehen. Wenn die Bewohner Nazcas also nicht fliegen konnten, welchen Zweck hatten dann diese Linien, die an Rollfelder erinnern? Erich von Däniken glaubt, eine Antwort darauf zu haben. Seine Theorie: Raumschiffe haben bei der Landung Spuren Mahlzeit auf dem Wüstenboden hinterlassen. Irgendwann sind sie ins All zurückgeflogen. Die Anwohner Nazcas wollten aber, dass sie zurückkommen. Deshalb wurden die Linien von Generation zu Generation erneuert und erweitert. In der Hoffnung, dass die Außerirdischen einmal zurückkommen würden. Es gibt aber noch andere Hinweise darauf, dass die Bewohner Nazcas vielleicht Kontakt mit Außerirdischen hatten. El Astronauto beobachtet schon seit 3400 Jahren den Himmel über Nazca. Welche Bedeutung hat diese seltsame Figur? Hebt sie die Hand zum Willkommensgruß? Der Gruß eines freundlichen Volkes an Besucher aus dem All. Werden die Außerirdischen zurückkehren und das Rätsel von Nazca lösen? Falls sich wirklich schon einmal eine Art Raumschiff im Landeanflug der Erde näherte, kann man sich gut vorstellen, dass die Menschen panische Angst bekamen. Haben vorgeschichtliche Raumschiffe schon einmal die Menschheit bedroht? Kannten die alten Ägypter bereits Elektrizität? Versuchten unsere Vorfahren, Besucher aus dem Weltraum nachzuahmen? Außerirdische, kommen Sie zurück. Kappadokien in der Türkei. Eine unheimliche Landschaft, übersät von hunderten kleiner Höhlen. Das Geheimnis dieses Gebietes verbirgt sich unter der Erde. Vor circa 2500 Jahren wurden hier unterirdische Städte gebaut. Waren diese komplizierten Labyrinthe eine Art Luftschutzkeller, um die Bewohner vor Feinden aus der Luft zu schützen? Überall Kammern, Korridore, Schächte. Die Städte liegen etwa 50 Meter unter der Erde. Eine hatte sogar 18 Stockwerke. Riesige Anlagen, die durch kilometerlange Tunnel miteinander verbunden sind. Experten sind der Meinung, dass die Städte ihren damaligen Bewohnern Schutz boten, zum Beispiel vor feindlichen Armeen. Aber warum, fragt sich Erich von Däniken, wäre es für die Menschen nicht sicherer gewesen, sich in die Berge zu flüchten? Warum hat eine Generation nach der anderen unter der Erde Zuflucht gesucht? Warum haben die Menschen sich die Mühe gemacht und ein Labyrinth von Kammern angelegt? Was war der wirkliche Zweck dieser Städte? Allein in dieser Stadt
lebten einst 30.000 Menschen. Sie müssen Angst gehabt haben, sie müssen sich gefürchtet haben vor irgendeinem Feind. Aber wer könnte dieser Feind gewesen sein? Ein Heer? Eine gegnerische Armee? Wohl kaum. Denn die da unten, die wären gefangen gewesen wie in einer Rattenfalle. Sie wären eingeschlossen gewesen. Es muss ein anderer Feind gewesen sein. Ein Feind von oben. Ein Feind, der aus der Luft gekommen ist. In Stonehenge, auf den Osterinseln, an vielen Orten in Europa, Asien und Südamerika findet man uralte steinerne Monumente, Megalithe. Und in der Bretagne, in der Nähe der Stadt Karnak, liegt das wohl beeindruckendste Megalithenfeld. Diese Megalithe sind wirklich rätselhaft. Wie kommen diese Steine dahin? Warum sind sie in geometrischen Reihen angeordnet? Woher wussten unsere Vorfahren, wie man diese tonnenschweren Steine transportiert? Woher hatten sie dieses Know-how? Vor gut 7000 Jahren errichteten unsere Vorfahren Steine zu Tausenden und sie legten sie in langen Linien an. Bis heute war die Archäologie nicht in der Lage, uns dieses Rätsel zu erklären. Doch seit es Computertechnologie gibt und seit wir fliegen können, haben wir eine Antwort gefunden. Aus der Luft betrachtet, scheinen die Megalithe wie Soldaten in Reih und Glied unbeirrbar zum Meer zu marschieren. Da ist immer noch ein großer Streit im Gange über das Alter dieser Steinsetzungen in der französischen Bretagne. Hier haben wir einen guten Beweis. Die Steine verlaufen ins Wasser und versinken unter Wasser. Am Uferrand der Insel kann man bei Ebbe deutlich den Verlauf des Steinkreises erkennen. Dies beweist doch, dass die Steine gesetzt worden sein müssen, bevor der Wasserspiegel gestiegen ist. Und das ist etwa 8.000 bis 10.000 Jahre her. Dies ist der größte Megalith, der je in Europa bewegt wurde. Er ist künstlich bearbeitet, wie man leicht erkennen kann. Er war einst 21 Meter hoch. Dann kippte er und zerbrach in 4 Stücke. Übrigens, das gewaltige Monstrum wog einst volle 350 Tonnen. Da fragt man sich wirklich, wie haben die den transportiert? Und warum überhaupt? Wenn diese Steine vor 7000 Jahren aufgestellt wurden, dann wären sie die ältesten von Menschen geschaffenen Werke auf diesem Planeten. Aber waren es tatsächlich Menschen, die sie errichtet haben? Zu dieser Zeit waren unsere Vorfahren noch Jäger und Sammler, die tagtäglich ums Überleben kämpfen mussten. Ihre Werkzeuge waren primitiv und auch das Rad war noch nicht erfunden. Wie konnte man Tausende dieser riesigen Steine transportieren und vor allem wozu? Erich von Däniken hat seine eigene Theorie. Die Erbauer dieser Steinreihen müssen genaue Kenntnisse in Geometrie und über den Satz des Pythagoras gehabt haben. Doch diese Steine wurden mindestens 4000 Jahre vor der Zeit aufgestellt, in der die alten Griechen, nach allem, was man weiß, die Geometrie erfunden haben. Waren diese Mathematiklehrer Außerirdische? Haben sie die Steinreihen angelegt, weil sie damit eine verschlüsselte Nachricht hinterlassen wollten? Aber welche? Gibt die Anordnung der Megalithe vielleicht Auskunft über die Stelle im All, wo die Erbauer leben? Wir wissen es nicht. Bis heute. Der Satz des Pythagoras. Wie ging der nochmal? A Quadrat plus B Quadrat gleich C Quadrat. Die Parallelen schneiden sich im Unendlichen. Wer hat das wohl unseren Vorfahren beigebracht? Waren das die Außerirdischen, von denen immer mehr Menschen glauben, dass sie eines Tages zurückkehren? Aber wann? Heute? Morgen? In 1000 Jahren? Aber was sind 1000 Jahre Menschheitsgeschichte gemessen am Alter unseres Universums? Die Antarktis, Land im ewigen Eis. Wie Erich von Däniken meint, haben Außerirdische auch hier ihre Spuren hinterlassen. 1531 hat Arantes Phinius, Hofkartograf des französischen Königs, diese Karte gezeichnet.
Aber die Antarktis war, soweit wir wissen, zu dieser Zeit überhaupt noch nicht entdeckt. Das war erst ca. 250 Jahre später. Wie konnte Arantis Phinius also die Karte eines Kontinentes anfertigen, der noch gar nicht erforscht war? Es bleibt ein großes Geheimnis, was uns die Experten da verschweigen. Das kann kein Zufall sein. Noch viel rätselhafter ist die Tatsache, dass er die genauen Umrisse der Antarktis kannte, und zwar noch vor der Zeit, als sie völlig von Eis bedeckt war. Das war aber vor 125.000 Jahren. Woher hatte ein Kartograf des Mittelalters diese Information? Wir wissen das erst seit den 50er Jahren. Die Antarktis ist vielleicht der sagenumwobene Kontinent, von dem viele Mythen und Legenden erzählen. Vielleicht die Heimat einer großen, längst untergegangenen Zivilisation. So bleiben noch wichtige Fragen offen. Fragen, die uns zwingen, unsere Vorgeschichte zu überprüfen. Erich von Däniken glaubt, dass Arantus Phinius ganz andere Quellen hatte, die ihm halfen, seine Karten zu zeichnen. Nur Lehrer aus dem All konnten vor 125.000 Jahren über eine so hochentwickelte Technologie verfügen, um das Land unter dem Eis zu vermessen. Diese Karte könnte ein Beweis dafür sein, dass unser Planet aus der Luft von Wesen einer anderen Welt erforscht wurde. Wenn die Menschheit diese Karte aus den Händen der Außerirdischen empfangen hat, dann stellt sich doch die Frage, ob es noch andere Technologien gibt, die sie uns überlassen haben. Dies ist der Osiris-Tempel in Abydos. Osiris ist gleichbedeutend mit dem Sternbild des Orion. Und hier wurde vom Himmel zur Erde ein seltsames Geschenk gebracht. Es ist der sogenannte Jetpfeiler. Nur, was ist das eigentlich, ein Jetpfeiler? Vorschläge aus der Archäologie. Der Jetpfeiler ist das Symbol der Ewigkeit. Der Jetpfeiler ist das Symbol der Männlichkeit, oder? Der Jetpfeiler ist ein Symbol der Kraft. Welcher Kraft? Meinten die vielleicht Elektrizität? Erich von Däniken glaubt, dass die Säule des Jet eine Art elektrischer Isolator war, wie wir ihn von modernen Strommasten kennen. Konnten die alten Ägypter Elektrizität erzeugen? Vielleicht. Im Irak wurde ein bemerkenswerter Tonkrug ausgegraben. Dies ist eine exakte Kopie. Innen steckt ein Kupferzylinder. Wenn man nun eine einfache Säure wie Essig oder Zitronensaft hineingießt und dann einen Metallstreifen hineintaucht, entsteht eine elektrochemische Reaktion nach dem galvanischen Prinzip. Eine simple Batterie also. Jetzt sucht Erich von Däniken nach zusätzlichen Hinweisen darauf, dass die alten Ägypter Elektrizität als Energiequelle genutzt haben. Ein kleiner Raum in den Kellern des Tempels von Dendera gibt möglicherweise Aufschluss. Schauen Sie genau hin. Auf diesem Wandrelief sieht Erich von Däniken eine Art Kabel, das zu einer Fassung führt. Davor ein transparenter Ballon. Die dargestellte Schlange könnte das Symbol für den Lichtstrahl sein. Der Laborversuch zeigt, wie diese antike Glühbirne funktioniert haben könnte. Ingenieure bauten ein Modell genau so, wie es auf den Abbildungen von Dendera zu sehen war. Und siehe da, es funktionierte. Elektrizität im alten Ägypten. Erstaunlich. Aber bedenken Sie, als man die Königsgräber am Nil öffnete, hat man an den Decken und Wänden keinerlei Spuren von Ruß gefunden. Und angeblich gab es doch nur Fackeln in der Zeit der Pharaonen, als man diese wunderbaren Wandmalereien geschaffen hat. Wer weiß es. Aber es gibt ja die merkwürdigsten Sachen auf der Welt. Ich stehe hier im Museum von Icar in Peru. Und dies ist einer der deformierten Schädel, welche in dieser Gegend gefunden worden sind. Die Inka, aber auch schon vorinkaische Stämme,
nahmen die noch weichen Knochen ihrer kleinen Kinder, pressten sie zusammen mit Leder, Schnüren und auch Brettern in diese Form. Interessant nun ist die Feststellung, dass es ähnliche deformierte Schädel rings um den Globus gibt. Warum nur haben Menschen so etwas getan? Meiner Meinung nach gibt es nur eine vernünftige Erklärung. Sie imitierten jemanden. Sie wollten sein wie jemand anders. Sie machten jemanden nach. Vermutlich wollten sie genau sein wie jene Lehrmeister dort oben. Das ist Chichen Itza auf der mexikanischen Halbinsel Yucatan. Chichen Itza war einst ein wichtiges Zentrum der blühenden Maya-Kultur im tropischen Mexiko. Von ihrem Drang nach Wissen und ihrer besonderen Leidenschaft für die Astronomie zeugen Sternwarten, die wir noch heute bewundern können. Aber hatten die Maya Hilfe von etwas oder jemandem, der diese Wissenschaft viel besser beherrschte als sie? Um dieser Frage nachzugehen, erforschen wir zuerst El Castillo, das Herz von Chichen Itza. Wie kein anderes Bauwerk auf der Welt offenbart es seine Entstehungsgeschichte. Und wie bei allen Maya-Städten sind auch hier sämtliche Bauwerke astronomisch ausgerichtet. Die Pyramide ist Gott Kukulkan gewidmet. Das war der Hauptgott der Maya, einer der himmlischen Lehrmeister. Jetzt sehen Sie selbst. Jede Pyramidenseite hat 4 Treppen. Und jede Treppe besteht aus genau 91 Stufen. 4 mal 91 macht 364, plus die Abschlussstufe sind 365. Ein Kalenderjahr. In diesem Beispiel allerdings haben sich die Priesterarchitekten der Maya noch etwas ganz Besonderes einfallen lassen. Doch um Ihnen das zu erklären, müssen wir schon etwas höher klettern. Maya-Legenden berichten, Gott Kukulkan, dargestellt als gefiederte Schlange, stieg auf die Erde hinab, um sein Volk in Mathematik und Astronomie zu unterrichten. Der Maya-Kalender errechnete sich nach dem Zyklus der Sonne und des Mondes und ist so genau wie unser heutiger Kalender. Wie konnten die Maya solche Kenntnisse besitzen? Zu einer Zeit, als die westliche Welt noch glaubte, die Erde sei eine Scheibe. Jedes Jahr, am 21. März, kann man hier ein regelrechtes Wunder beobachten. Die aufgehende Sonne wirft Dreiecke von Licht und Schatten, genau auf den Rand der Pyramidentreppe, und zwar auf diesen Rand, auf dem Gott Kukulkan dargestellt ist. Das Besondere an El Castillo ist, dass die Pyramidenecken genau in die 4 Himmelsrichtungen zeigen. Nur deshalb trifft das Sonnenlicht bei der Tag- und Nachtgleiche in einem bestimmten Winkel auf die Stufen. Je höher nun die Sonne steigt, umso mehr bewegen sich diese Licht- und Schattendreiecke die Treppe hinunter. Ist dies Zufall? Niemals. Der Effekt war gewollt. Er entsteht nur durch verschiedene astronomische und architektonische Leistungen. Zum Beispiel, die Pyramide ist nicht Nord-Süd ausgerichtet. Dann der Neigungswinkel. Wäre sie steiler, würde es nicht funktionieren. Und schließlich die großen Plattformen. Erst durch die Plattformen entsteht dieser Licht- und Schatten-Effekt. Die Botschaft ist klar, und wer Augen hat zu sehen, muss es sehen. Gott Kukulkan stieg zu den Menschen hernieder. Er weilte einige Zeit unter den Menschen, unterwies sie, verließ sie wieder, aber er versprach, dermaleinst wiederzukehren. Götter, die auf die Erde herabsteigen. Diese Vorstellung ist in fast allen Religionen und Kulturen der Erde verbreitet. Waren diese Götter mythische Gestalten oder reale Besucher? Astronauten der Vorzeit. Hier in Tiahuanaco im bolivianischen Hochland verehren die Nachkommen der Inka heute ihren Schutzheiligen mit derselben Hingabe wie einst ihre Vorfahren den Gott Viracocha. Erich von Däniken glaubt, dass Viracocha vom Himmel kam, um sein Volk in die Geheimnisse der Astronomie, der Mathematik und der Landwirtschaft einzuweihen. Archäologen datieren die Erbauung Tiahuanacos auf 500 vor Christus. Andere behaupten, dass es schon 15.000 Jahre früher erbaut wurde. Zu dieser Zeit hätte das aber kein Volk auf der Welt gekonnt. Wer also erbaute Tiahuanaco? Van Däniken glaubt, die Antwort liegt vielleicht nur einige hundert Meter entfernt, in den Ruinen von Puma Punku.
Es war Professor Dr. Arthur Posnansky und nicht Erich von Däniken, der zum ersten Mal mit der Idee daherkam, Pumapunku und Tiwanaku seien ein kosmischer Ort gewesen. Und hier sei ein Kalender zum Einsatz gekommen, der 12.000 Jahre in die Vergangenheit zurückreichte. Die Steinblöcke hier sind mit äußerster Präzision bearbeitet worden. Es ist unwahrscheinlich, dass das Volk der Aymara, die vor den Inka hierher kamen, dies leisten konnten. Denn die Metallverarbeitung war noch nicht bekannt. Heute noch passen die Blöcke wie Puzzlesteine zusammen. Aber von Däniken hat noch weitere Beweise dafür, dass den Erbauern dieser beiden Städte von Lehrmeistern aus dem All geholfen wurde. Dies ist ein Dioritblock. Diorit ist ein Tiefengestein, viel härter als Granit. Diorit lässt sich nicht mit weichen Metallen bearbeiten, wie sie den Inka zur Verfügung standen. Aber hier ist ein millimetergenaue Rille in den Block gefräst worden. Eine Arbeit, die heute nur mit einer Diamantsäge vollbracht werden könnte. Und hier noch ein weiteres Rätsel, das auf seine Lösung wartet. Whoever built Tiwanaku. Wer auch immer Tiwanaku gebaut hat, kannte eine geniale Methode, um die riesigen Steine zusammenzuhalten. Erst wurde eine Vertiefung in den Stein gemeißelt und dann eine flüssige Metalllegierung hineingegossen. Das Ergebnis war eine Art Klammer. Es ist die angewandte Technologie, die mich stutzig werden lässt. Zum einen das Material. Da ist Diorit, Andesit, Granit. Diorit ist sehr, sehr hart. Die Aymara hätten sie nicht gebraucht für ihren kleinen Tempel. Sie hätten in dieser Art und Weise nicht planen können. Außerirdische Landen. Sie brauchen eine kleine irdische Basis, nur für ihre Verteidigung am Anfang. Sie sind ja fremd hier, sie wissen nicht, was sie erwartet. Jetzt machen sie 2-3 Plattformen, installieren ihre Geräte drauf, nageln die Plattformen mit Klammern zusammen und richten sich ein. Nur für kurze Zeit. Später verschwinden die Außerirdischen wieder. Und erst jetzt kommen die Aymara. Von Däniken glaubt, dass Außerirdische den Menschen hier hochentwickelte Technologie vermittelt und sie auf einzigartige Phänomene in ihrer Umgebung aufmerksam gemacht haben. Norden liegt in dieser Richtung. Wenn ich mich aber mit dem Kompass auf den nächsten Steinblock zubewege, verändert sich das magnetische Feld in dramatischer Weise. Experten sagen, Pumapunku war einmal eine Tempelanlage. Aber wurden hier mythologische Götter angebetet oder wirkliche Wesen aus Fleisch und Blut? Da muss man sich vielleicht mal grundsätzlich fragen, was ist das überhaupt, ein Tempel? Heute sehen wir hinter einem Tempel ein Bauwerk, in dem vergeistigt Gott lebt oder Götter verehrt wurden. Aber ursprünglich, vor Jahrtausenden, war ein Tempel nichts anderes als ein Bauwerk, in welchem sogenannte Götter lebten. Erich von Däniken glaubt, dass diese sogenannten Götter in Wirklichkeit Außerirdische waren, die von unseren Vorfahren aber als Götter verehrt wurden. Eine Verehrung, die sich auch in diesem Bauwerk widerspiegelt. Diese Mauer ist Teil der Inka-Festung Sacsayhuaman oberhalb der Stadt Cusco in Peru. Hier sind Steinblöcke von bis zu 100 Tonnen verarbeitet worden. Und zwar mit einer derartigen Präzision, dass nicht mal die Klinge eines Messers zwischen die Fugen passt. Eine unfassbare Leistung, von der wir bis heute nicht wissen, wie sie verbracht wurde. Es ist also selbst für uns Technikgläubige kaum nachvollziehbar, was unsere Vorfahren da geschaffen haben. Nun mit oder ohne Hilfe der Außerirdischen. Dabei ist der Wunsch nach Kommunikation mit anderen Welten jetzt an der Schwelle zum 21. Jahrhundert stärker als je zuvor. 1970 wurde die Pioneer-Sonde ins All geschossen, um zum ersten Mal den Jupiter zu erforschen. Nachdem sie ersten Kontakt mit dem größten Planeten unseres Sonnensystems hatte, flog Pioneer weiter in die Tiefen des Alls. An einer Seite der winzigen Raumsonde ist eine goldene Scheibe befestigt.
Eingeritzt in diese Scheibe sind chemische Symbole, eine Karte, die zeigt, an welcher Stelle des Sonnensystems sich die Erde befindet, und das Bild eines Mannes und einer Frau. Der Mann winkt freundlich. Wie ein Gruß an irgendjemanden, dem Pioneer auf ihrer Reise ins Ungewisse begegnen könnte. Erinnern Sie sich an El Astronauto? Die Figur in der Ebene von Nazca? Es scheint, dass die Bewohner von Nazca genau wie wir versucht haben, mit Außerirdischen zu kommunizieren. 3400 Jahre später schauen wir immer noch in den Himmel und fragen uns, ist jemand da draußen? Haben Außerirdische unsere Erde besucht? Und könnte es möglich sein, dass sie einmal zurückkehren? Am Anfang unserer Sendung habe ich Sie gebeten, mit mir diesen Fragen nachzugehen. Erich von Däniken hat Ihnen seine Theorien geschildert. Und nun urteilen Sie. Sind wir allein?